traurige Geschichte. Nein, selbst schuld, wenn ihr nicht fahrt, ne? Kann ich nichts machen. So, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, wie jede Woche. Wie scheinlich, also ich bin gerade im Aufnahmeblock halt und alles weitere gleich euch. Und wir suchen jetzt erstmal einen Auftrag. So. Gut, jetzt habe ich noch ein bisschen was gecheckt. Jetzt muss aber wieder alles funktionieren. Hier kann man die Anzeige, nein, die da möchte ich. Gut, wir müssen schauen, dass wir hier einen Auftrag bekommen. Und zwar Frachtmarkt, genau. Wir sind jetzt in Dänemark. Irgendwo hier muss die Brücke sein, die das die Dänemark Schildläufe verbindet. Oder schon mal da haben wir doch einen. Und wird sogar passen. Wenn wir das nehmen, ist auch was Neues. Das wird halt deshalb wieder zurück. Da die 2.9. Das war sehr kurz. Das gäb's noch. Was ist das alles? Das ist ja haufenweise schöne neue Anhänger. Das ist ja Wahnsinn, das ist wie ein Paradies. Also gut, aber wir nehmen hier den Kühe-Anhänger, oder? Leben drin, ja. Drin ist sogar. Eine etwas kürzere Folge. Vielleicht dafür zwei. Keine Ahnung. Ganz was immer alles im Nachhinein meistens. Mal kurz schauen. Ja, also wie gesagt, ich bin gerade wegen am Aufnehmen. Das ist noch bei mir, das habe ich gerade, welcher Tag ist heute? Montag. Erste Woche von den Ferien, von meinen bayerischen Ferien. Und ja, jetzt bin ich halt gerade am Aufnehmen. Aufnahme, ich produziere meistens vorher. Das ist auch am besten. Es ist schwierig, immer an dem Tag, vor allem wo man hochladen will, aufzunehmen. Erstens zum Beispiel ein bisschen längeres Video, wie zum Beispiel das vorletzte, eine Stunde, ich glaube das letzte war auch schon relativ länger. Dann brauche ich 16 Stunden zum Hochladen bei meinem Internet. Und deshalb ja, produziere ich auch einfach vor, es ist entspannter. Jeden da, weil ich mache es ja immer wöchentlich, jeden Samstag kommt das wahrscheinlich Euro Truck Simulator. Außer ich habe geschafft, halt irgendwann mal nicht vorzuproduzieren und so weiter. Und deshalb würde ich beenden praktisch wie Staffel. Ich sagte, ich nehme, ich spiele das immer gerne in Staffeln. Ich nehme immer das auf, worauf ich halt gerade auch Lust habe. Unter anderem, weil sonst wäre die Let's Plays auch nicht schön. Das will mir irgendwie immer so gezwungen zu spielen und dann will ich auch nicht so im Spiel drinnen. Und das ist bei mir immer so ganz speziell. Das Vorproduzieren einfach halt genial. Deshalb, also wahrscheinlich wird so gelaufen oder gelaufen sein, dass das letzte Video letzten Samstag kam. Das jetzt hat müsste praktisch letzte Wochenende von meinen Ferien sein. In den nächsten Wochenenden sollte dann auch noch was kommen. Oil Truck Simulator her, muss ich mal schauen, wie viel ich heute verputzen kann, vielleicht sogar in den nächsten Tage. Dann wird es vielleicht doch mehr. Dann produziere ich so viel vor, dass ich sage, ja komm, zweimal in der Woche Oil Truck Simulator. Vielleicht. Was ist denn so Länder hier? Ganz außen. Fernab von der Stadt. Er ist so stark, der LKW. Das ist wie dann so ein kleines spielendes Auto. Kaum bist du dann auf 80, 90.
Halle müsste es. Das war ja immer gerne mit Sattelzug hinten dran, dass man dann. Oder da dauert es dann, bis ich hochkomme, auch meine Geschwindigkeit auch. Ich schon in der Mitte von der Kreuzung. Das war mal ein ganz neuen Anhänger einer ganz neuen Spezies. Rinder. Ich selbst bin ja die ganz neuen Anhänger noch nicht gefahren. Sag nicht, dass er inzwischen weg ist. Oh Mann, oh. War das so kurz nur erhältlich? Ich hab schon fast gerade geahnt. Und haben einen falschen Anhänger einfach nur angeklickt. Was ist da jetzt passiert? Sondern gerade eben noch keine Ahnung wie viele. Das sind doch total viele. Und alle von Dings da halt. Ja gut, aber den Tieranhänger gibt's halt jetzt nicht mehr. Schade. Na gut, dann fahren wir halt was anderes. Dann fahren wir den da. Läuft auch in 4 Minuten ab. Weil der ist 6 Stunden wenigstens. Was ist das da? Windmühlengenerator. Durch, das wäre irgendwie so ein Wasserfass. Wäre aber interessant zu fahren, allerdings, ja, sogar neue Firma. Allerdings würde ich glaube ich sogar fast den da lieber fahren. Das ist da ganz eng in der Schleuse, halt sehr klein. Haben wir, die Stadt haben wir noch nicht. Ah, jetzt sind wir ein bisschen außen rum gefahren. Fahrtmarkt. Von Fahr. Also sind wir doch gerade gefahren. Ja, fahren wir lieber den da hier. Nee, ja, komm. Gut, dann müssen wir uns aber wieder ans andere Ende der Stadt wahrscheinlich. Ja. Schauen wir uns noch kurz den Hof an. Wir haben jetzt 6 Stunden Zeit. So dunkel, ihr habt es gar nicht sehen. Wir müssen echt an unserem Licht hier arbeiten. Ich kann mich nicht einstellen. Das ist halt nur das Fernlicht. Das können wir ja auch mal anmachen hier. Weil das war das. Ja, nee, das wird das Licht. Ja genau, hier war es selbst. Vor allem mit Lenkrad, aber die ganzen meisten, alles sind so viele Belegungen. Weil nur auf das ist. So viel das dann lenken nicht. Vier Anhänger.
Ist auch mal was. Hingabe. Ganz runter. Was auch, glaube ich, hart ist, ist, was ist denn hier die oberste Stadt? Das ist da, glaube ich, hier, ja. Und hier nach Venezia. Oder auch bald dahin. Wobei schrecklich länger. Oder was auch hart ist, aber ich weiß nicht, ob es das gibt. Von Aberden bis hier runter nach Debrisen. Ich hoffe, ich spreche das irgendwie einigermaßen richtig aus. Naja, wir wollen den hier Auftrag annehmen. Die ich hier oben kaufe mit Scanner, das meiste Bestück. Gar nicht nur, aber halt viel. Irgendwann wird es halt so Irgendwann wird es so sein, dass man halt alle Garagen, dass man in jeder Stadt eine Garage hat, alle Garagen hochmodernisiert, überall voll. Das ist dann hast du eine große Firma. Dann bin ich sicherlich schon die ersten rein. Richtigen Neutron-Spiel, die sich nicht cheaten. Und das vielleicht sogar schon. Ich glaube, es dauert schon einiges, aber wenn man halt sehr viel spielt. Und das Spiel praktisch wortwörtlich suchtet. 24/7 nichts anderes macht. Nur dahin rollen. Wird auch nicht viel schneller. Das Getriebe bremst ganz schön. Ist am Anfang blöd, dass wir da nicht auf die Zeit geschaut haben von dem Kühe-Anhänger. Ja, ne, hätte ich schon lange sehr gerne gefahren und eine gute Fahrt eigentlich. Aber nein, was ich nicht sein sollte, ist eigentlich. Das sieht man auch hin und wieder mal. Weil so selten sieht man es nicht, dass ich da die Zeit unbeachtet lasse und somit ein Auftrag weg ist. So schlimm ist es in Längen jetzt auch nicht. Ich finde, es geht. Größtenteils ist es noch flüssig. Hier und dort ruckelt es halt immer. Für Leute, die vielleicht einen schlechten PC haben, das Spiel sie gekauft haben, ist das vielleicht Standard sogar. Außer bei mir, ich habe ja einen Schiri-Gun-Simulator. Ich hatte anfangs nur einen Laptop mit 4GB RAM, i3 und der Grafikkarte war, glaube ich, auch keine gute drin. Weiß ich gar nicht. Fast niemand mehr mit dem Kartenkarte. Kann ich mal nachschauen. Ja, weil ich halt unbedingt Spiele drauf spielen. Meine Wurst ob es ruckelt oder nicht. Ich habe einen Schiri-Gun-Simulator 2012 gespielt und das mit Mods auch und teilweise hat es so geruckelt, das war der Wahnsinn. Und also das ist so, dass mein Laptop, ja, der Lüfter läuft zwar, aber er überhitzt trotzdem. Nach 10 Minuten ist er dann, glaube ich, fast
Ja, kommt drauf an, wie stark man ihn beansprucht. Wenn man ihn nur dastehen lässt, ohne irgendeinen Task, geht das, aber es ist viel schneller. Ich habe so einen kleinen USB-Ventilator, mit dem ich so ranstecken kann und dann aufsichten kann, habe ich dann immer in die Lüftungsschlitze reingestellt, sodass halt der Wind von außen reingepustet wird, dass er möglichst kühl bleibt. Weil der wird ja sowas von heiß, habe ich hinten immer mit so einem Notizblock immer hochgestellt. Inzwischen habe ich dann, schon habe ich meinen. Habe ich erneuert, neuen Laptop gekauft, Leistung stärker auch, für die Schule wichtig und so weiter. Als Schüler braucht man eigentlich schon fast einen Computer. Oder in Deutsch hatten wir jetzt seit vor kurzem noch das Thema Argumente. Da gab es halt viele hin und wieder mal so einen Text mit Medienverhalten und von Kindern, positiv, negative Teile und so weiter. Und da war es ja oft auch dagegen, gegen diese Mediennutzung. Aber ich finde, teilweise braucht man es einfach für die Schule. Dieses zum Beispiel PowerPoint wäre für mich jetzt unverzichtbar, um ein Referat zu halten. Klar, hin und wieder mache ich es auch mal ohne, aber gut, so oft halte ich jetzt auch nicht. Aber es ist schon. Es erleichtert halt einen sehr viel, so ein Computer. Und den dann mit ins Schulleben halt einzubinden, ist schon gut. Wieso war ich überhaupt 90? Abgelenkt. Erster Aufenthalt in Friedrichshafen. So nenne ich den dann. Ach ja, komm, lass dich so cool drüber rollen. Und bremsen ein. Und noch kurz einmal so links, rechts. Von alles gibt auch kein Feuerzeichen. Ja, komm. Fahren wir ganz normal zugute. Entweder man gibt da noch Gas, aber in der Entfernung mit dem LKW ist es schwer. Vorfahren, wenn es so eine Ampel ist, dann erkennt. Ja, könnte sogar sein. Aber es ist eher unwahrscheinlich. Wir sind schon mal mit dem gefahren, kein Wunder. Na jo, ja gut, dann. Ein Wunder, dass mir das so bekannt vorkommt. Aufbrechen. Ich hab doch mal, ist auch schon ein bisschen länger her.
Abbrechen gelesen, weil ihr habt dann das Falsche ausgewählt und dachte mir, ja gut, brichst du ab, musst du ja gar nicht mit dem Schiff fahren oder irgendwie sowas was. Sowas, da, wenn man von dem Hafen abfährt, dann kann man hier sich schön mit einem LKW reinparken. Das ist so, das ist so, Mann. Wieso fahre ich eigentlich immer als erstes raus? Alle Autos sind hinter mir schon weg. Doch kompliziert gewesen, sein, um einen LKW zu fahren. Kommt so. Ich wäre da gewesen, hätte ich mich gebraucht, hätte mich mir mal holen müssen. Hätte ich meinen LKW gefahren. Das ist auch immer so. Mit Laden soll fern, da geht immer halt ganz schnell. Hektisch. Wo muss ich überhaupt hin? Wieder rechts? Oh. Und schon wieder ein Kreis. Gleich zum Willkommens. Reisen. Du bist echt in die Fracht hinten im Rumrutsch. Automaten mit Umstellen wahrscheinlich. So eine gelbe Fahrbahn hier. Sofort auf. Was ist denn jetzt überhaupt? Den Lande. So, dass irgendwann beim Scheiben wahrscheinlich noch nichts zu wischen hat. So ein dieser Gummi dann, wenn er auf trockene Scheibe wischt. Dass das Geräusch auch hinkommt. Aus. Schnell ein Tomat rein. Ah, so Bundesstaat. Ah, so, das ist cool gemacht. Und das ist sogar echt, das wird der Stadt, das ist echt interessant. Ich selbst schuld, wenn ihr nicht fahrt, ne? Kann ich nichts machen. Ich habe einen Zeitplan hier einzuhalten. Ich muss nämlich um 1:20 Uhr da sein. Wenn man da jetzt erwartet, dann kann ich mal aufs Sofa. Hey, ist noch gleich da. Ja, pünktlich. Ach du schön. Und zweimal passiert, dass ich bis jetzt zu spät bin. Schön diese coole Musik. Ich würde auch gerne Radio machen, weil ich glaube, ich kann die aus GEMA-rechtlichen Gründen nicht machen. Die meisten wollen irgendwann meinen Musikstil wahrscheinlich auch nicht. Nur bei Radios, ich kann auch einen normalen Radio machen, also richtigen Streaming-Radio.
auch mit viel Geschwindigkeit hier dafür packen. Ja, geht, geht, geht. Geht weg, geht so an. Oben her dann. Mit 69 rein und oben mit 20 raus. Geschwindigkeitswandel. Laut der Physik ist das. Alter, seht ihr das jetzt hier? Wartet ihr jetzt nur auf mich? Gut, muss doch fahren. Heißt, jetzt doch fahren. Ich finde aber Kreise besser, weil da geht immer was voran. Bei Ampeln, da stehst du. Wenn rot ist, dann stehst du. Außer natürlich ist es für die Füße. Das ist ah, was anderes. Da schaut es voll rein. Fahr doch. Nee, das ist baustellenmäßig. Das ist eine Versandfirma. Sachen gibt's. Eieiei. Ja gut, ich hätte mir mehr umgeben stellen müssen, das ist nicht vorbei. Das ist klar, sind nicht so alt. Dann kam auch die Frage auf beim vorletzten Video noch. Das habe ich beim letzten Mal nicht mal reingeschrieben. Komm bitte nicht rein. Ich dachte, aufmerksam fahren ist schwer. Reden und fahren gleichzeitig. Autobahn geht das, weil da fährst du jeden Mal. Außer also, bei Straßen. Städte ist immer so. Also, ja, was dieses Scan ist. Da rein? Nee. Doch. Nie. Hier rein. Hier muss ich jedenfalls nicht. Ist hinter mir jemand? Ja, ist jemand. Schaffen wir auch so. Das ist ein Unfall. Das ist kein Unfall. Muss ich jetzt mal. Ah, wir beliefern den Markt. So ist das. Und ich muss jetzt einparken. Wie viele Männer hier. Also gut, das schaffen wir. Jo, wir schaffen das. Folgende Situationslage.
Nee, ich wollte es mal. Hier ist so und so viel Platz. Hier hinten haben wir. Nicht mehr. Ja, gut. Jetzt kann man, wie wir das jetzt machen, aber ich fahre einfach. Der ja, alles zu, ne? Da ist der 18 Euro, oder? Das könnte klappen, das was ich vor. Probieren wir es aus. Das war, glaube ich, eher ein unrealistisch, wenn man so weit einlenkt. Nächstes Mal fahren wir da rückwärts rein, das ist interessant. Ein Unfall, das hat mir jetzt total ins Konzept gebracht. Wir können es auch versuchen, mit dem rückwärts reinzufahren. Einfach aus Prinzip. Machen wir es nächstes Mal. Wie die Wurst ist das denn? Langweilig. Ich wollte jetzt auch nicht sehen, wie ich da rumschiebe. Ja, passt schon. Also das nächste Mal wird es auf jeden Fall besser. Mit dem Einparken, wenn ich die Situationslage früher checke. Ja, also mein Ende war gerade schlecht, deshalb nehme ich es jetzt nochmal neu auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.